Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Toto oder auch Thorsten genannt oder was ihr auch immer zu mir sagt. Alter Mann, lasse ich auch noch gelten. Aber das Wochenende war heftig, heftig, heftig. Also die DCM oder die Discord-Meisterschaft, das Five-Pack-Turnier ist vorbei. Und Glückwunsch in jedem Fall an The Fighters, wirklich spannende Matches nochmal gehabt gestern im Halbfinale und dann Spiel um Platz 3 und das Finale. Also wirklich heftig, was da abgeliefert wurde. Ihr könnt die Streams, denke ich mal, nochmal auf den Kanälen oder auch doch auf den Kanälen von Itzo und Kalle schauen. Müsst ihr mal gucken. Da gab es ein kleines technisches Problem, sodass der Yves Kalle letztendlich die letzten Matches komplett durchgemacht hat und war aber trotzdem ein super Fest. Und den zweiten Platz belegen die Royal Heroes, den dritten Among Us eSport und der beste Hitter ist Mr. Sneak. 6 Triple von Inks, insgesamt 7 Fights aufs Parkett gelegt, in der Tat. Also eine wirklich heftige Hitrate und es war uns ein Fest, keine Frage. Auch danke nochmal an die Sponsoren etc. Ich wollte das nur noch mal festhalten, dass ihr das auch, dass das an euch nicht vorbeigeht. Wenn das an euch vorbeigeht, dann besucht einfach mein Discord. Da gibt es immer die News of Clash. So steht das da oben immer. Aber es gibt natürlich auch Ingame. Es gibt auch Ingame etwas Cooles, muss ich mal sagen. Ich habe auch da war ich heute Morgen etwas überrascht, was es dort gibt. Also erstmal feiern wir natürlich winterliche, weihnachtliche Winterwelt und diese weihnachtliche Winterwelt gibt es allerdings im Shop zu kaufen. 9 Tage habe ich noch Zeit. Ich bin ja immer erst am Überlegen, lohnt es sich nicht, aber die Winterwelt sieht wirklich gut aus, oder? Die sieht wirklich mal richtig winterlich aus und mal sehen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, denn ich hatte mir ja gerade vor kurzem das andere Szenario gegönnt und nochmal jetzt 8 Euro hierfür so ein bisschen Gold und Elex, aber den schönen Hintergrund hier, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Es gibt natürlich noch ein paar andere Pakete, Kampfkönig, Zauberpower, Kampfgeist, Mauerpower und Rathaus 13 Paket, okay, das vergessen wir mal, aber sehr, sehr schön, schöne Angebote, in der Tat, hier gibt es im Moment keine Geschenke. Aber es gibt noch Ereignisse hier, und zwar das Weihnachtspräsent. Ja, das Weihnachtspräsent ist natürlich der Santa-Spell. Es ist ein Zauber, den nehme ich nicht so gerne, muss ich ganz klar sagen. Ich nehme ihn gleich mal für euch. Also ich nehme den jetzt wirklich nur mal für die Videofolge, aber sonst mache ich da eigentlich nie was mit. Denn so dolle ist er nicht. Aber der Eismagier ist wieder im Spiel, der Eismagier schneit vorbei. Sehr, sehr cool. Passt also. Passend zur Jahreszeit gibt es den Eismagier 13 Tage Zeit. Also ausreichend, um ihn selber zu spielen. Das ist eine Truppe, die könnt ihr nicht verspenden. Das heißt, ihr müsst sie schon selber bauen. Aber ich denke mal, in 13 Tagen 15 Mal nur benutzt werden. Man braucht noch nicht mal angreifen, glaube ich. Oder? Ach doch, Gewinne. Okay. Dann haben wir hier die epische Winterherausforderung. Da gucken wir gleich mal rein. Da wusste ich nämlich erst gar nicht, was müssen wir denn da machen? Das wusste ich wirklich nicht, Leute. Epische Winterszenerie haben wir eben gesehen. Das Kampfholz habt ihr euch hoffentlich alle schon abgeholt als Dekoration für euer Dorf. Die neuen Supertruppen sind da. Da muss ich sagen, 3 Tage gehen immer ziemlich schnell rum. Und hier alle 3 Tage 50.000 Dunkles hier für die dunklen Truppen auszugeben. Das ist ganz schön sportlich, habe ich festgestellt. Vor allen Dingen, wenn ihr nicht so viel machst hier. Aber egal, wir wollen mal reingucken in dieses Ding hier. Also in die epische Winterherausforderung. Was sich dahinter steckt. Wenn man nämlich auf Angreifen klickt, habe ich gedacht, dass man ganz normal irgendwie so einen Angriff machen muss mit 3 Sternen oder so. Nein, man kommt in so ein Dorf. Mit der Winterszenerie. Das ist die Winterszenerie, natürlich nicht mit so vielen schönen Bäumen. 1 Million von beiden und 10.000 Dunkles. Ja, das kann man eigentlich mal mitnehmen. Ich weiß nur gar nicht, wie. Sehr krass, echt. Sehr, sehr krass. Alter Falter, da ist aber alles dabei. Adler ist dabei. Und ich habe natürlich auch eine komische Truppe hier. Okay, die 20 Eismagier könnten ja noch Sinn machen. Aber was die beiden Eishunde da unten sollen, das weiß ich allerdings noch nicht. Deswegen würde ich sagen, wir checken dieses Ding mal ab hier. Mal sehen, man hat ja wahrscheinlich mehrere Angriffe. Ne? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Wie ihr das macht. Ach, die muss ich da absetzen. Okay.
wie ihr das macht. Ja, 2, 3, 4 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann haben wir noch einen King hier, aber wir haben gar keinen Sprungzauber. Okay, irgendwie fehlt da was. Wir haben gar keinen Sprungzauber, Leute. Und dann müssen wir jetzt, glaube ich, schon mal so ein bisschen hier und da ein bisschen was frosten. Den hier gezückt. Wo ist denn mein King eigentlich? Ah, die gehen aber jetzt alle außen rum. Wie soll man das denn schaffen? Wie soll man das denn schaffen? Ja, das ist gar nicht mal so einfach, Leute. So, wir ziehen mal ihn hier raus. Mal sehen, was der so bringt. Ach, ich habe die Infernos schießen doch noch gar nicht, Toto. Die Infernos schießen doch noch gar nicht. Also das müssen wir irgendwie anders machen. Das müssen wir... Oh, die X-Bögen da hinten. Okay, das müssen wir irgendwie anders machen. Ich glaube, ich kann diesen Winterzauber überhaupt nicht richtig spielen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. So, nochmal frosten hier. Aber ein paar Ressourcen habe ich schon mitgenommen. Aber jetzt nicht so wirklich viel, muss ich gerade feststellen. Das Dunkle steht in der Mitte, alles klar. Da kommen wir jetzt gerade so ran. Mal sehen, ob wir das gleich nochmal haben oder ob der das jetzt runterrechnet. Weil das waren jetzt erst 2 Sterne. Da fehlt jetzt noch einer, ne? So, mal sehen, nach Hause. Mal sehen, was da zählt. Müssen wir mal gucken. Ah, okay, zweimal haben wir. Wenn wir jetzt noch einen Stern holen, haben wir das dann schon. Ich meine, die Schaufel abholen ist dann ja wirklich, wirklich ultra einfach. Aber wir greifen nochmal an, mal gucken. Wir haben die Ressourcen nicht nochmal komplett, alles klar. Und dann müssen wir mal sehen, wie wir hier eigentlich vorgehen können. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, hier unten ist auch noch ein King. Sehe ich jetzt gerade, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Aber wir können ja nicht springen. Das ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Das ist wirklich ein bisschen doof, dass wir so gar nicht springen können. Und dann müssen wir hier, glaube ich, doch nochmal mit denen hier, mit denen vorgehen. Und jetzt müssen wir mal sehen. Da ist der King. Dass wir hier jetzt gleich die reinschicken. Und dann die Geschenke hier loslassen. So. So, wo ist unsere Queen? Die ist auch da, jawohl. Ah, oh, das ist zu heftig, das ist zu heftig. Ich sehe schon. Ah, Leute, so geht's nicht. Das müsst ihr mir wirklich mal in die Kommentare pinnen. So geht es nicht, muss ich gerade feststellen. Die Queen geht da auch, geht irgendwie nichts rein. Ich meine, die Pakete sehen ja jetzt schon ganz gut aus. Wie die da so liegen, aber es hat irgendwie nicht gereicht, ne? Das reicht ja für gar nichts. Das reicht echt für nix. Das reicht für nix. Erneut spielen, da habe ich nicht erneut die Dinger da. Was? Wie macht man das? Warte mal. Wenn wir die jetzt... So, der kommt jetzt vorbei, der Zauber. Alles klar, da wird das alles abgeworfen, ist aktiviert, aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Das ist ein bisschen wenig, Leute. Das ist ein bisschen wenig. Ich muss gestehen, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Das lässt mir jetzt wirklich keine Ruhe. Das lässt mir echt keine Ruhe. So, dann hauen wir den mal hier rauf, vielleicht. 1, 2. Den nehmen wir mal mit. King hier mit rein, ihn hier mit rein. Den hier mit rein, den Royal Champion. Nochmal 2 Stück hier gesetzt. 1, 2, 3, alle Magier hier. Komm, alle raus. Und der King geht hier jetzt immerhin schon mal durch. Allerdings der Single Inferno ist auch heftig da. Der Single Inferno ist wirklich heftig dort. Und wo ist meine Queen? Die ist hier außen. Der Single ist... Oh, da ist der Single jetzt doch weg. Ah, verdammt. Ah, so geht es. So könnte es gehen von der Seite. Aber ich glaube, da mache ich doch lieber normale Angriffe. Das ist mir doch ein bisschen heftig, viel Ballerei. Und ihr könnt mir, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man dieses Rätsel löst. Muss ich jetzt mal so sagen. Wie kriegt man dieses Rätsel hier gelöst? Ja, der Adler ballerte auch die ganze Zeit. So, und der ist jetzt gleich wahrscheinlich auf unserem Worden, aber es war schon mal gar nicht so schlecht. Aber mal gucken, ob das jetzt zählt, ob wir jetzt gleich die Schaufel haben mit dem einen Stern hier. Müsste ja wahrscheinlich so sein. Nach Hause, sodass wir jetzt schon mal die Schippe haben, oder? So, gehen wir mal rauf. Und nein, man muss den wirklich dreiern. Oh Gott.
OMG, man muss echt reiern, Leute. Ja, also da müssen wir, das muss ich mir mal angucken, wie man das am geschicktesten schafft. Oder ihr schreibt mir jetzt mal eben die Lösung in die Kommentare rein. Also ich will euch da nicht noch länger mit quälen, muss ich echt so sagen. Und naja, okay, man muss also das ganze Dorf vernichten, damit man diesen Erfolg komplett bekommt. Also was heißt denn Erfolg? Es ist ja kein Erfolg, denke ich mal. Nicht, dass hier jetzt noch eine Errungenschaft dazugekommen ist. Slay the Dragon habe ich immer noch nicht gemacht. Und ja, dann machen wir lieber nochmal einen Normalangriff hier, glaube ich, zum Farmen für Dunkles vor allen Dingen. Dass wir auch mal wieder ein paar Supertruppen machen können. Ich habe im Moment keine einzige Supertruppe hier auf dem Feld. Sind alle ausgelaufen und ich weiß auch gar nicht, was man da jetzt am sinnvollsten für die Clankriege auch macht. Ob man vielleicht mal die Superhexen nimmt, die waren ja gestern unheimlich stark. 4 Superhexen, so ein bisschen was dahinter. Und dann war es das eigentlich, aber den können wir eigentlich mal mitnehmen hier. Was haben wir denn hier in der Blimp drin? Lass mal gerade gucken. Ah ja, okay, das passt. Perfekt. Und da ist die Queen, da. Dann gehen wir hier rein. Okay, so, meine Heiler hier hinterhergezogen. Ich denke immer, dass das auch ein Gebäude ist, was man kaputt machen muss, dieses Holz. Denke ich die ganze Zeit immer, ist das auch ein Gebäude oder was? Nee, ist aber kein Gebäude. Alles klar, so, wir haben ein paar Mauerbrecher dabei. Mal sehen, ob die da auch reingehen. Das sieht ganz gut aus. King müssen wir zünden, dass zumindest die Queen jetzt nicht noch weiter nach außen läuft. Allerdings, der Magierturm ist da ein bisschen doof und der King auch. Machen wir den eben mal weg. Also beides mal eben weg, würde ich sagen. Und trotzdem geht sie da nicht rein. Ah doch, sie geht rein, alles klar. Sie geht da rein. Perfekt. Sehr schön. So, dann nehmen wir hier außen schon mal das Lager mit. Würde ich sagen, jetzt haben wir natürlich nichts mehr, wo wir hier etwas machen können. Aber wir könnten jetzt auf der Seite hier mit unseren Hybrid rein. So, einmal da. Ihn hier. Und dann ziehen wir von hier, würde ich sagen, das Ding hier durch. Die machen wir einmal kurz mal unsichtbar dort. So, einmal heilen. Wo ist unsere Queen? Ah, die zieht sich da unten durch, alles klar. Einmal heilen hier. Den Roll Champion auch mal gezückt. Wunderbar, für die Dinger hier nehmen wir den Gift gerne mal. Ah ne, für die Flugteile haben wir jetzt gerade den Gift gehabt. Und hier wird nochmal heftig geschossen. Ich glaube, das sieht hier auf jeden Fall besser aus als in dem Weihnachtsdorf. Aber dennoch, wie gesagt, da bin ich wirklich mal auf die Lösung gespannt. Wie man das löst, vor allen Dingen mit dem Geschenk. Mit dem Geschenk kann ich überhaupt nicht richtig gut angreifen. Ich weiß auch gar nicht, wofür das gut sein soll. Früher war der vielleicht mal besser oder so. Vielleicht ist er auch genervt worden. Aber den haben wir hier in jedem Fall abgeräumt. Eine Minute noch. Den machen wir mit 100%. Haben wir wieder ein bisschen Dunkles reingeholt. Und ich glaube, ich mache nochmal die Magier für meine anderen Accounts. Das war dann vielleicht da dieses Magier-Event dann spielen, dass ich die ein bisschen verspende, die Magier, die Supermagier nicht herstellen können. Könnte vielleicht Sinn machen, so ein bisschen im Eigengedanken das zu machen. Oder auch für andere, die gerne das Event noch spielen würden und hatten aber bisher die Supertruppe nicht. Ich meine, man hat es ja nur 3 Tage, da musst du auch reinhauen. Und dementsprechend würde man vielleicht dann gern was anderes nehmen, wegen Clankrieg oder was auch immer. Aber den Vanum MC haben wir jetzt mal ein bisschen was gemopst hier. Und ich würde sagen, wir bauen die Truppe ruhig nochmal nach, denn hier habe ich jetzt gleich den Santa-Zauber mit drin. Ich mache mal kurz einen Heldenreck. Ich glaube, ich kann aber auch hiervon einen nehmen, denn ich habe gesehen, dass ich hier ein für Noppes habe. Wunderbar, das Heldenbuch brauche ich nicht mehr. Ja, was ich hier jetzt verstärke, mal sehen. Oder machen wir mal Super Bartsch. Super Bartsch geht ja jetzt. Super Lakaien oder Super Magier. Na, ich muss mal gucken. Ich kann mich da noch nicht entscheiden. Ich fahre mir jetzt aber erstmal noch ein bisschen weiter hier, beziehungsweise mache einen kurzen Cut und dann machen wir nochmal einen Angriff mit den Supermagiern in den normalen Dörfern. Das nenne ich mal ein cooles Dorf, beziehungsweise guckt euch mal links oben die Ressourcen an. 752, 147, 742, 147. Okay, also fast gleich. Und jetzt muss ich mal eben gucken.
wie wir das eigentlich so anstellen könnten. Achso, die sind ja gar nicht hidden hier, ne? Sehe ich jetzt gerade. Dann bouncen wir den mal durch hier. Und dann gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen reingehen können. Ich hab jetzt mal so eine komische Classic-Armee mit dabei. Mal sehen, ob wir da überhaupt ein bisschen was mit reißen könnten. Gucken wir mal. 9 von denen, 2 von denen, alles klar. 1, 2. 9 Stück Jedis. Magier dahinter. 8 Mauerbrecher. 2 Hexen. Und die Karre, die muss so ein bisschen gefühlt getankt werden, sage ich mal, die Karre. So, dann kann es hier reingehen. Warden mit dahinter. Und den Royal Champion. Jetzt mal alles so ein bisschen in PS gebracht hier. Sieht aber noch alles ganz gut aus. Und hier könnten wir mal die Santa-Schläge machen. Oh shit. Ich weiß gar nicht, war das jetzt gut oder war das jetzt eher schlecht? Da können wir noch einen machen. Und dann bringen wir die hier mal kurz in die Unsichtbarkeit. Das ist richtig krass. So, machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Das Ding zünden hier. Rathaus. Achso, Rathaus müssen wir mitnehmen. Ey, nicht da am dunklen Pott vorbeilaufen. Oh nein. Lassen die den dunklen Pott da liegen. Das geht ja jetzt gar nicht. Jetzt lassen die den dunklen Potter liegen. Ey, nee. Geht doch zurück. Hallo. Geht mal zurück da. Oh, da ist noch... Oh, der letzte... Oh, nee, meine Yetis gehen noch ganz gut durch. Das müssen die eigentlich packen hier mit den Mites. Das müssten die doch eigentlich schaffen, oder? Mit der Hexe dahinter. Queen. Jo, das schaffen die. Oh, ich dachte gerade, wir kriegen den dicken Potter. Den großen Schwarzen hier, nicht? Das wäre natürlich sehr, sehr schade gewesen, wenn der so pickepacke voll hier liegen bleibt. Aber wir kriegen das doch. Alles klar. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, wie das geht da mit diesem Winterdorf-Event. Die Frage steht ja nun schließlich auch schon jetzt im Thumbnail. Und ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ich meine jetzt klar auf die Kürze hier der Aufnahmefolge. Wollte ich das nicht mit euch durchzocken. Aber ich gucke jetzt gleich mal auf meine etwas kleineren Accounts, was man da eigentlich machen muss. Denn da habe ich ja unter Umständen keinen Warden, da habe ich keinen Royal Champion. Da muss man das ja mit noch viel weniger Truppen schaffen. Aber da weiß ich noch nicht, ob das Dörfchen jetzt kleiner oder größer ist. Okay, hier haben wir den Bonus drin. Dann nehmen wir den auch nochmal wieder mit. Und haben jetzt, glaube ich, schon hier, ja, einmal haben wir schon gepackt, aber das hier unten, das müsst ihr mir mal sagen, wie man das macht, wie man das am geschicktesten angreift, damit man das auf einmal auch packt. Und dann würde ich sagen, was das aus der winterlichen Folge hier. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart und dann sehen wir uns, wir sehen uns heute Abend, GML Elite, zwar ziemlich spät, aber ich gehe eher in den Stream rein, sodass wir noch ein bisschen clashen können und dann machen wir später GML Elite. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, Leute. Euer Toto. Clashen.